Hier kann man jetzt mal schön sehen, wie so eine Seelachsanzeige aussieht auf dem Echolot-Bildschirm. Das sind jetzt nicht massenhaft Fische, aber einige, die hier im Mittelwasser schwimmen. Und wenn ich jetzt sehe, 180 Meter, da habe ich diese drei Striche am Rand bei diesem Echolot, 50, 100, 150. Das heißt, die Seelachse sind jetzt so 50 und etwas tiefer. Ich denke mal so 60, 70 Meter stehen die. Na, die links sind natürlich jetzt schon etwas raus aus dem Echolotkegel, aber hier rechts ist noch ein schöner Strich. Und wir hoffen, dass noch mehr kommen. Ja, da lässt man dann runter, sage ich mal, bis 80 Meter, kurbelt schnell hoch und dann kommen die Anbisse.